Nicole und Dimitar. Dancing Stars aus für Virginia Ernst. Man weiß, es ist eine Unterhaltungssendung, es ist Fernsehen, aber es tut ehrlich weh. Ja, es tut wirklich weh. Hat sie schon mal so weh getan? Schade, echt schade. Neuerung an diesem Abend, jeder tanzte mit jedem. So wie sie sich's gehört. Im Ballroom gehört Tanz. Es gab endlich den lang ersehnten Takisova-Schottenberg-Tanz. Gut war er nicht, er war nur innig. Sehr süß. Zugeflüstert hat er mir, um Gottes Willen, was tanzt denn jetzt? Soll ich jetzt tanzen? Wie war der Herr Petzner in Ihrem Namen? Ich meine, ich habe mir das Becken so nach vorne gedrückt, den Oberkörper dahin, dass er entweder einen Bandscheibenvorfall hat oder er hat es jetzt verstanden. Ne? Wie war das Gefühl, aber während man getanzt hat, dass die Jury auch getanzt hat? Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn wir jetzt mittanzen, dann muss es irgendwie gut sein. Das ist so ein bisschen politische Rede über Sachen, die schön sind, aber gar nicht vorhanden sind und so weiter. Also da steht man einfach auf und tanzt. Was bleibt einem übrig? Das war so gute Musik. Wieso nicht? Wir haben mehr getanzt als er, oder? Viel Tanz habe ich trotzdem nicht gesehen. Nicht persönlich nehmen. Wir sind ja bei Dancing Stars. Der Ton macht die Musik, sagt man ja so schön. Aber Angst haben Sie keine mehr vor ihm? Aber ich hoffe, ich muss es nicht haben, aber es sind genügend Bodyguards da. Es ist sehr wichtig, dass der Carina gut geht. Weil wenn es der Carina gut geht, geht uns allen gut.